Nach dem 0:7 am letzten Spieltag gegen die U19 vom SV WN Wiesbaden hat der Sportclub Viktoria Griesheim am 5. Spieltag der A-Junioren Hessenliga einiges wieder gut zu machen. Auf dem Kunstrasenplatz am Hegelsberg ist die TSG Wieseck zu Gast. Die Gäste sind ihrerseits richtig gut in Form. Die letzten 3 Spiele konnten allesamt gewonnen werden. Und man kommt somit mit einer breiten Brust nach Griesheim. Den besseren Start erwischen allerdings die Gastgeber in den weißen Trikots von links nach rechts. Klasse Pass in den Lauf von Davide Lombardi und nach gerade mal 4 Minuten führt bereits Griesheim. Für den Stürmer ist es das 5. Saisontor, die Vorlage kam von Jan Wech. Mit der Führung im Rücken übernahm Viktoria Griesheim in dieser Anfangsphase auch klar die Spielkontrolle. Man spielte sich immer wieder vors Tor und hatte gute Chancen wie diese durch Nikola Duborija. Das Einzige, was fehlte, war die Effizienz. Inzwischen befinden wir uns in der 18. Spielminute und aus dem Nichts ist die TSG Wieseck wieder da. Nach einem Freistoß von Patrick Markiewicz hält ausgerechnet der Torschütze zum 1:0 Davide Lombardi den Fuß rein. Und erzielt somit ein Eigentor, allerdings wäre Baris Uzun wohl sowieso einschussbereit gewesen. Durch den Treffer ist die TSG Wieseck jetzt tatsächlich besser im Spiel und nur 3 Minuten nach dem 1:1 führen die Gäste auf einmal. Patrick Markiewicz kommt erst noch nicht vorbei an Torwart Jadzwinski, doch Justin Dörr überwindet den Keeper dann. Auch Kruecic auf der Linie ist machtlos. Inzwischen von Viktoria Griesheim zu Beginn so stark, jetzt nichts mehr zu sehen. Es spielt nur noch Wieseck, einzig und allein das Aluminium verhindert eine höhere Pausenführung der Gäste. Reihendurchgang 2, neue Halbzeit, altes Bild, es spielt nur die TSG Wieseck. Wir springen in die 49. Spielminute, das ist Patrick Markiewicz und das ist das völlig verdiente 3:1. Für den Stürmer ist es das 6. Saisontor. Die Griesheimer Abwehr möchte hier eine Abseitsstellung gesehen haben. Die gab es aber ganz klar nicht. Und besonders Markiewicz und Justin Dörr, die stellen die Griesheimer Verteidigung vor Riesenprobleme. Wieder die beiden im Zusammenspiel. Nur 2 Minuten nach dem 3:1 erhöht Justin Dörr auf 4:1 und schnürt seinen Doppelpack Torwart Maximilian Jadzwinski abermals ohne Chance. Von Viktoria Griesheim ist im zweiten Durchgang so gut wie gar nichts zu sehen. 70. Spielminute, Nico Götz bedient Patrick Markiewicz, der ebenfalls einen Doppelpack schnürt und somit sein 7. Saisontor erzielt. Das Spiel zu diesem Zeitpunkt natürlich bereits entschieden. In der Folge fährt Wieseck allerdings einige Gänge zurück und wird etwas fahrlässiger, sodass Griesheim tatsächlich nochmal zu einer Chance kurz vor Schluss kommt. Der eingewechselte Emre Egiri vergibt diese allerdings und so bleibt es am Ende beim 1:5. Viktoria Griesheim verliert auch in der Höhe verdient gegen die TSG Wieseck. Trainer Marc Wagner ist dementsprechend nach dem Spiel etwas bedient. Wir sind gut in die Partie gekommen. Wollten heute eine Reaktion zeigen nach der Niederlage letzte Woche gegen WN Wiesbaden. Haben in der Anfangsphase richtig gut gespielt, sind früh in Führung gegangen mit dem 1:0. Waren richtig in der Partie drin. Ja, haben dann leider bis zur Halbzeit das Spiel so ein bisschen aus der Hand gegeben. Wieseck wurde immer stärker. Durch den 4. Sieg in Folge springen die Mannen von Trainer Venelin Spasow auf Tabellenplatz 3 und liegen dort nur einen Punkt hinter Spitzenreiter Hessen Kassel.